Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Der Friede Gottes. Kolosser Kapitel 3, Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe, und seid dankbar. In Vers 15, und der Friede Gottes. Der Apostel nennt den Frieden Gottes einen Frieden, den Gott unter uns verordnet hat, wie aus dem Folgenden hervorgeht. Er will, dass dieser in unserem Herzen herrscht. Er verwendet dabei ein sehr treffendes Bild. Wie von den Wettkämpfern der Sieger die Palme davonträgt, so soll der Friede Gottes allen Begierden des Fleisches überlegen sein, die uns oft zu Streit, Zwietracht, Hader und Feindschaft fortreißen. Er verbietet also, dass wir den Zügel für solche verkehrten Leidenschaften lockern. Aber weil es schwierig ist, sie im Zaum zu halten, zeigt er das Heilmittel. Der Sieg liegt bei dem Frieden Gottes, weil er der Zügel sein muss, der alle fleischlichen Leidenschaften bändigt. Deswegen sagt er, in euren Herzen, weil wir dort die ungeheuren Kämpfe spüren, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Der Satzteil, zu welchem ihr auch berufen seid, erklärt, wie dieser Friede beschaffen ist. Er ist die Einigkeit, die Christus unter seinem Walten zwischen uns geheiligt hat. Denn so hat uns Gott mit sich in Christus versöhnt, dass wir untereinander einträchtig leben. Paulus fügt hinzu, in einem Leibe, um anzudeuten, dass wir nur dann mit Gott einig sind, wenn wir untereinander so verbunden sind wie die Glieder eines Leibes. Wenn er befiehlt, seid dankbar, so beziehe ich das nicht so sehr darauf, dass wir an die Wohltaten denken, sondern vielmehr darauf, dass unser Wandel gelinde sein soll. Um jede Doppeldeutigkeit zu vermeiden, übersetze ich lieber, seid liebenswürdig. Mir ist dabei klar, dass wir von selbst geneigt sind, die gegenseitige Liebe zu pflegen, wenn die Dankbarkeit uns erfüllt.